Heute checke ich mit euch mal eine Mini-USV. Und zwar, das ist Absicherung für einen Router. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt. Ich habe die zum Testen bekommen und da gab es so viele negative Rezensionen drüber, dass ich mir gedacht habe, ich habe hier noch eine 7290, bevor ich mir meine damit schieße. Wollte ich das gerne mal mit euch ausprobieren. Das Ding soll 12 Volt liefern und hier stand ganz viel, dass die AVMs noch nicht mal damit gestartet sind. Und jetzt will ich rausfinden, ist das Top oder Flop? Hier steht 12 Volt DC, maximal 3 Ampere. Voltage 34 Watt, 12 Volt, Output 12 Volt, Input 12 Volt, 3 Ampere, Max, 12 Volt Max. 3 Ampere. Ja, ich will nicht weiter quatschen. Das Ding ist nicht gerade billig. Ich habe schon eine USV, die ihr noch nicht gesehen habt, für einen Server dran. Und wenn ich mir, glaube, was kostet die hier? Für knapp 33 Volt. 33 Euro. Frage, ob es das bringt. Und die schauen wir erstmal an. Gucken, was der Lieferumfang ist. Und dann testen wir das mal. Weil wenn die Box kaputt ist, das tut mir nicht so weh. Okay, dann geht es jetzt zum USV-Check. Viel Spaß beim Video. So, viel gibt es ja an so einer Verpackung. Ich hätte die schon mal reingeguckt. Jetzt hat man eine bessere Powerbank hier. Ist eine Anleitung bei. Firmenname Leike Sun GmbH Essen. Englisch. Deutsch. 5 Volt, 12 Volt, gibt es also in mehreren Ausführungen. DC-Eingang, 3 Ampere off-on. DC-Ausgang, Batterieanzeige. Okay, da ist das Ding drin. Ja, keiner will sich seine Box schießen, das ist ein teurer Spaß. Deswegen, ich habe hier immer so eine etwas ältere Testbox, die man dazu mal nehmen kann. So, wie gesagt, habe ich da schon mal reingeguckt gehabt. So, das ist das gute Stück hier. In, out, Einschalter. Schießen wir das mal an. Mit dem normalen Netzteil von der Fritzbox. So, hier haben wir unser Netzteil. Ich hoffe, dass es der gleiche Stecker ist. Am Innen ist der gleiche Stecker. Wir schalten das Ding mal ein. Okay, wir kriegen eine Ladeanzeige. Soweit so gut die Theorie. Jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Steckerchen an. Hier ist er noch, was haben wir denn da noch im Lieferumfang drin? Da muss ja eigentlich ein Kabelchen bei sein. Das ist dabei. Voll. Wäre schön, wenn es funktioniert. Wenn nicht, haben wir mit Zitronen gehandelt. Dann muss man sich was anderes mit dem Teil einfallen lassen. So, der Stecker passt. Jetzt kommt der große Moment, Leute. Hier, ich stelle das mal so ein bisschen rüber. Kriegen wir was oder kriegen wir nichts? Box scheint. Ich werde mir sonst vielleicht mal einen Laptop schnappen und gucken, ob ich drauf komme. Die muss sowieso noch resettet werden, weil da irgendwas mit dem Passwort, das haben wir wohl mal irgendwann vergessen. Wir lassen sie jetzt mal ein bisschen laufen, bis alle Lampen leuchten. Eigentlich schießt es das Ganze ja nun durch. Wir sind aber, es ist ja voll. Mal sehen, ob sie dann jetzt ausstellt, sie blinkt. Wir lassen sie mal ein bisschen arbeiten. So, die scheint jetzt so ziemlich bereit zu sein, wenn man das so seitlich sieht. Ich ziehe einfach mal den Strom, was passiert. Sie hält's. Okay. Es ist ja eigentlich nur für den Notfall gedacht, falls mal die Sicherung rausfliegt. Das ganze Teil ist von Anion. Das kann man wieder nicht aussprechen, was hier drauf steht. Io. Ach nee, da verkehrt rum, ins Türlicht. Shenyu
Also vielleicht könnt ihr das besser. Chayu-Iu-Iu. Nochmal. Also die Fritzbox hält. Schauen wir mal. Ja, diverse Adapter dabei. Und ich hole mir jetzt mal einen Laptop. Ich will es wissen, ob ich da drauf komme. So, die 7270, entschuldigt, 7290. Wirklich altes Teil wird hier noch drüber unterstützt. Also liegt auch hier drauf. Sieht man, ist auch an. Läuft mittlerweile, wir haben es 10 vor, ja, 54, 34 Minuten über die Dings. Wir haben noch eine Ladekapazität. Also das hat schon mal funktioniert. Aber das ist ja nicht alles. Ob ich es jetzt mal riskiere, an meine zu klemmen, schauen wir gleich mal, ob die dann startet oder nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen. Also das hat geklappt. Das ist eine alte Box. Na, da kann man nicht mehr allzu viel mehr machen. Gut, wir werden uns jetzt mal die 6591 schnappen und mal sehen, ob die damit runterfährt. Da blinkt noch nicht mal mehr was. Das hat eben noch geblinkt. Und die Box startet auch nicht mit. Also bringt gar nichts an der. Ich mache wieder einen normalen Strom an. Ja, man muss wohl irgendwie nicht alles glauben, was so in der, ne, was einem so angeboten wird. Ich habe gedacht, schön, eine kleine USV für den Notfall. Ist wohl ein Reinfall. Notfall, Reinfall. Tja, an einer älteren Box okay. Die braucht nicht so viel Dampf. Dann wirklich auch, die ist aus 2015, muss man mal nicht vergessen, da gibt es noch nicht mal mehr Updates für die 7270, glaube ich. Eine 6591 schluckt schon ganz schön Strom, genauso, ne, ja, 7590, 6591, wie bei meiner Box, die schlucken halt ein bisschen mehr Dampf und dazu, das macht das Ding nicht mehr. Ja. Die ist definitiv, bricht die zusammen, fängt erst an zu blinken und bricht dann zusammen. Switches, Netzwerk-Switch, kann man dafür noch mit betreiben. Vorausgesetzt, der hat einen 12-Volt-Anschluss. Das kann man machen. Das habe ich auch noch mal ausgezeigt, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber es ist, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Ding mache. Ich lasse mir jetzt erstmal was einfallen. Ich werde sie noch mal vollladen und packt sie ins Lager. Vielleicht kann man mit einem Adapter die nochmal als Powerbank benutzen. Vielleicht mit einem USB-Übergang oder so, wenn es das gibt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, nicht zu empfehlen. Packe ich auch nicht in die Videobeschreibung. Lasst es einfach. Hat keinen Zweck. Bringt einfach nichts. Außer es fragt mich jemand nach und hat da irgendwelche andere Ambitionen. Und will das vielleicht anderweitig probieren. Dann schreibt mich bitte an. Da gibt es nämlich noch eine neue Version. Vielleicht kann ich das besser. Ich weiß es nicht. Aber das hier ist Hardware-Schrott. Sage ich jetzt mal so. Tja, war soweit mit meinem Video. Schade eigentlich. Bin ich ein bisschen traurig, aber das passiert natürlich auch. Und das muss auch mal gezeigt werden. Ja, an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen und wem es Spaß gemacht hat oder bei dem Reinfall, der kann auch gerne mal den Abo-Knopf drücken. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Nächste Video ist natürlich am Start. Wie gesagt, Abonnenten, Glocke nicht vergessen. Und ich sage tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Check hier auf dem Kanal. Macht's gut und bleibt gesund.